Okay. Ich hoffe, ich schaffe jetzt die Truhe hier. Vorhin hatte ich zwei, die habe ich nicht geschafft zu entschärfen. Ja. Wem soll das denn nützen? Kaufen, Wem verkaufen. soll das denn nützen? Ritt. Der Zauberer. Auch der Zauberer. Kann auch verkauft werden. War ja nichts, irgendwelche besonderen Schwerter oder Äxte. Nö. Nö. Wollten mich jetzt versuchen, auf den Turm zu gehen, und dahinter müssten ja auch nochmal Gruppen oder Gruppen sein. Und die dann mit dem Turm wegzumachen. Gestern habe ich eine, ich habe das nämlich schon gemacht, gestern, dann vergessen zu speichern. Eine Gruppe habe ich damit komplett wegbekommen. Da habe ich schon alle Gruppen weg. Hab ich schon alle weggenommen? Ja, irgendwie habe ich wohl schon alle weggehauen. Auch gut. Auch gut. Oh, hier nur noch aufsammeln. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wenn das ist dann doch irgendwo. Ah, Cheaten nicht unbedingt. Aber nicht so vom Spiel gewollt. Ich glaube, das kriegen wir schon so auch hin. Oder hab ich. Drachen haben wir zwar auch ein bisschen gescheatet, dann schnell durchgelaufen sind. Aber ich fand, das war noch ein okay. Finde ich hier irgendwas? Nö. Wer drüber? Nö. Die laufen hier aber auch ein bisschen verloren rum, ne? Die Jungs hier. Ist halt Open World und ohne Level Cap, finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Das mache ich auch ganz gerne. Ist natürlich manchmal so ein bisschen, dann weißt du nicht so wirklich, wo sollst du jetzt am besten hingehen. Weil es dann ja auch verschiedene Höhlen gibt auf den Maps. In die eine kannst du schon rein und schaffst die locker. Und daneben ist dann eine andere Höhle, bei weitem noch keine Chance hast, da durchzukommen. Und da fehlt manchmal so ein bisschen so, welche Quest mache ich jetzt als nächstes? Da waren wir schon. Müssen wir jetzt noch weiter darunter? Ah, das war noch der eine, der uns vorhin entwischt ist. Ich sag ja, uns entkommt keiner. Au! Albern. Albern. Au! Bin ich auch.
So langsam haben wir aber alle weg, ne? Können wir mal wieder speichern? Ich glaube, hier kommt nur noch Wasser, ne? Schauen. Wieder meine Lieblingsaufgabe entgegentreten, Bergsteigen. Ich fliegen hab, ne? Oh, das wird schön. Hier ist ja so ein Schrein, da muss man auf die verschiedenen Monate achten, ne? Mit der, wann ich die anbete. Lass uns auch irgendwann nochmal gucken, wann wo wer ist. Blaues Kraut. Ich hasse es, hier hochzugehen. Ging das nicht auch mal schneller? Oh, eine Brücke. Ah, hier hinten ist doch noch eine Höhle, wo wir nachher hin müssen, meine ich. Da gehen wir gleich erst hin. Gehen jetzt erstmal hier rum, gucken das uns noch an. Dann gehen wir nochmal zu den Truhen, versuchen die nochmal. Ob wir vielleicht doch Glück haben, dass wir die schaffen, ohne zu sterben. Und wir müssen auf den Tag achten, dass wir Sonntag zum Pferdestall gehen. Aber es ist Dienstag. Du sagst, Hochgeiz sollte das gehen. Das, die, mit den Truhen meinst du? Hat er das gerade eben ausprobiert. Mit ihr halt. Weil sie ja Fallen entschärfen kann. Die ist auf jeden Fall draufgegangen dabei. Ich muss sie vorher noch zum Experten werden. Was ist da hinten noch? Ist da noch so ein Bunker oder was ist das? Und nicht mal auf dem Berg kommen sie raus? Doch. Schöne weiße Landschaft. Huch, was ist das denn für ein Häuschen? Kann ich auch hier runter. Nur nicht drauf gehen. Tada. Ah, guck, was ist das hier? Wie geht es euch, meine Herren? Ich bin Richter Gray. Ich habe die ungewöhnliche Aufgabe, zwischen streitenden Nationen zu schlichten. Diese Aufgabe hat ihre Vorzüge, aber niemals hört ihr diejenigen, denen ihr helft, sich bedanken. Ich weiß immer, dass ich richtig liege, wenn beide Seiten gleichzeitig böse auf mich sind. Okay. Das ist die Weisheit eines Richters. Wann, was hat das damit auf sich? Wir haben etwas verloren. Weißt du das zufälligerweise? Da war doch auch irgendwas mit. Ah, okay. Ja, das ist dann eigentlich auch mal ganz gut gemacht, finde ich. Ah, Lösung ist Lösung, ne? Wenn ich euch einen Rat geben könnte, würde ich sagen, ihr sollt euren Schloss wieder aufbauen. Danke, Mann. Ich weiß nicht, wo ihr für diese Unternehmen das Gold und die Arbeiter finden wollt, da sich eigentlich nur reiche Adlige und Könige so ein großes Vorhaben leisten können. Ich nehme an, das ist wieder die alte Frage nach dem Huhn oder Ei. Ihr müsst edel scheinen, um Reichtum und Respekt zu erlangen, aber erst braucht ihr Reichtum und Respekt, um edel zu erscheinen. Das stimmt.
Auf jeden Fall müsst ihr einen Weg finden, zu beweisen, dass ihr mehr als Bauern mit viel Glück seid. Wenn ihr länger als ein paar Monate Herrin von Harmodel bleiben wollt, ihr müsst einen Beweis stellen, dass ihr als Herrscher geeignet seid. Okay. Aber einen weiteren Sinn hat er hier dann nicht so wirklich, ne? Eigentlich nur die Aufgabe, mir Sachen wiederzugeben. Gehen wir jetzt. Ah, eine Mod, womit ich mich mit der Maus umsehen kann. Okay. Könnte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ja. Würde halt gerne eine Mod haben, dass ich aus dem Spiel raustappen kann, ohne dass es komplett verbuggt dabei. Mal irgendwie kurz, keine Ahnung, was nachschauen will im Hintergrund. Muss man ja immer das ganze Spiel schließen für. Oh, gar nicht aufs Leben geachtet. Ist zwar nur ein Kratz. Ja, ich hatte das Problem halt auch schon, als ich noch nicht aufgenommen habe. Da, weiß ich nicht, hatte immer Musik mal im Hintergrund laufen oder sowas. Wenn du es dann doch mal ausmachen willst, musst du halt immer das Spiel komplett erschließen. Aber naja, so geht's jetzt ja auch. Ist vom Ding her jetzt auch nicht so wild. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich Ich hätte drum. auch gern bei der Aufnahme, dass er das über ganz Bild, das ganze Bild anzeigt. Weil bei meinem Desktop macht er das nämlich, aber in der Aufnahme nicht. Obwohl ich Bildaufnahme genommen habe. Aber naja. Erkennt man direkt, dass das Oldschool ist. War das schon alles? Ich ist kein Goblin Lord dabei. Goblin Lord. Oh, okay. Nur ein Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Kann mir mal jemand helfen? Oh, ja, geschafft. Gerade noch so geschafft. Ohne Truhe, mein alter Erzfeind. Komm, die schaffen wir aber. Woll. Schöne Ich kann auch nicht Zweihandaxt. alles. Wem soll das denn nützen? Eigentlich braucht die keiner von uns, ne? Nicht verkauft Ganz werden. nett, aber unnütz. Magisches Auge kann verkauft werden. Todesschwarm behalten wir noch mal. Ganz nett, aber Trefferpunkte unnütz. plus 2. Hier kannst du es mal aussetzen. Vielleicht löst es auch dein Problem. Ja, würde ich aber tatsächlich erst nach dem Stream machen. Dass ich dann in Ruhe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schnell funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt noch an bin, aber erstmal noch ein Stückchen. Ja, ich mache auf jeden Fall ein Backup. Stell mal vor, alles nochmal neu machen. Da hatte ich nicht so Lust zu.
Inventar Trefferpunkt kriegt sie, damit sie nicht so schnell drauf geht. Obwohl sie mittlerweile echt viel aushält, muss ich sagen. Ich finde, er und sie geht schneller drauf. Sei nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Goblin und Hobgoblin. Auch ein guter Name, ne? Hobgoblin. Jede Monsterart fokussiert andere Klassen. Okay. Müssen wir mal beobachten. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie rausfinden. Das wäre nicht ganz gut. Obwohl, letztendlich können wir da dann auch nichts viel gegen machen, ne? Ah, Crit Error ist auch wieder da. Na? Fokus keine anderen Klassen. Okay. Goblins haten Zwerge und umgekehrt. Menschen, Elfen, selbe. War das schon alles? Okay. Gute ist, wir haben kein Zwerg. Wird denn unser Goblin gar nicht angegriffen? Das wäre nicht ganz gut. Oh, das ist die Brücke, dann kommen wir dahin. Um uns da jetzt schon durchkommen, können wir eigentlich machen, ne? Ach, hier ist ja schon eine Höhle. Muss ich hier rein? Schneegipfelhöhle, ja, da hatten wir doch eine Quest. Finde heraus, was Darons Bruder in Schneegipfelhöhlen zugestoßen ist und kehrt dann zu Daron Temper in Harmondale zurück. In der Standardparty ist Klerikers Zwerg. Ist ziemlich mies mit den Goblins hier. Ja, deswegen habe ich mir die bessere Party erstellt. Ich habe einen Mensch genommen, weil der recht neutral war. Ja. Bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit bisher. Geht von den Gruppen her. Ich glaube, das sind jetzt die letzten Gruppen, die wir jetzt noch machen müssen. Dann haben wir hier alle erstmal erledigt. Au! Dau. Ihr Crit Error, hast du zufälligerweise mal den 8. oder 9. Teil gespielt? Haben wir vorhin drüber geredet. Und der 9. soll ja nicht ganz so gut sein. Aber den 8. habe ich auch überlegt, den vielleicht nochmal anzutesten irgendwann. Thank you.
Schade, dass ich durch die Brücke schießen kann, aber ich glaube, ich kann von hier oben runterschießen, ne? Kriegen wir die da ganz gut weg, denke ich mal. Mal zuerst auf ihn hier. Heilen. Hab ich auch noch nicht gesehen, dass unser Ritter jetzt fast weg ist. Kriegen wir aber nicht so gut wieder hochgeheilt. Sowohl den 8. als auch den Teil zwischen 8 und 10. Und wie fandst du die? Waren die gut? Den ganz neuen, der hier 2013 oder so rausgekommen ist, da haben wir schon gesagt, dass der war ja nix, ne? Was sie da gedacht haben, hatten doch so gute Vorlagen und dann einfach ein neues nochmal Spiel rauszubringen. War das schon alles? Okay, also 9 kann man sich auch ruhig mal geben. Dann habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Und wie ist das da mit der Grafik? Sieht das so aus wie hier? Oder merkt man schon, dass das ein neuerer Teil ist? Okay, 8 ist minimal schlechter. Da kannst du ja auch nicht zuerst die Party zusammenstellen, sondern du kriegst die Charaktere irgendwie unterwegs, ne? Okay, grafisch ist das ähnlich, okay. Und der 9., gut, der ist ja ein bisschen verbuggt wohl. Au! Aber ich sag mal ganz ehrlich, angucken kann man sich das. Kosten tut das ja echt nicht mehr viel. Kann man anhören und rauswerfen, wie man will. Da weiß ich noch nicht so, ob ich das so wirklich mag. Aber man kann denen dann auch Sachen geben, so Rüstung und Waffen und sowas, ne? Wenn man die angeheuert hat. Langt leider nicht. Über die Brücke müssen wir noch. Hier. Ja, aber ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann kann man mal halt einen Dieb nehmen, der dann besser ist in Entschärfen und sowas. Je nachdem, was man dann halt gerade braucht. Dann kann man sich besser vorbereiten. Ist nicht ganz verkehrt, denke ich. Kann gut neue Möglichkeiten eröffnen. Weil man aber in der Regel mit 5 festen Leuten rumläuft, weil XP halt nicht
geteilt wird. Okay. Ja. Macht natürlich dann Sinn, mit 5 Leuten rumzulaufen, eher. Viel spielen ist es ja auch so, wo das ähnlich ist, dass wenn du dann mal wieder jemand anderen in die Gruppe nimmst, dass der dann quasi die XP dann dazu bekommt direkt. Und die eigentlich immer mitbekommen hat. Muss man sie halt dann verteilen. Naja, muss man sich anschauen, ob man das macht. Ist das hier? Anheuern kannst du je nach Story Fortschritt Level 5, 15, 30 oder 50 Leute. Also ist das jetzt das Level mit gemeint, als jetzt, dass ich denn, je nachdem wie weit ich in der Story bin, dann 15 Leute oder 50 Leute anheuern kann? Oder die Anzahl Leute? Nee. Du meinst das Level, ne? Der Leute, die ich anheuer. Oha, warum geht hier jetzt ein Feuer an? Das ist das Signalfeuer. Stimmt, stimmt. Hätte ich das anmachen sollen? Nicht, dass hier gleich alle auftauchen. da oben muss ich nochmal rauf. Den Hügel. Ah, okay. Jeder Klasse eine mit 5 zum Anheuern. Da könnte man ja rein theoretisch dann immer wechseln, ne? Wenn man dann, soweit ist, dass man 15 kann. Kann man ja rein theoretisch eine Party nochmal wechseln. Ohne dass man groß XP-Verlust hat. Aber ja, das hat mir nicht gedacht, ey. 50 Leuten irgendwo einmarschieren, da hätte ich Bock zu. Jo, das ist der Gedanke dahinter. Ja, dann kann man sich das Spiel auf jeden Fall mal angucken. Aber erstmal würde ich das gerne durchhaben. Bin auch immer überlegen, einzelne Teile dann aus dem Stream hochzuladen bei YouTube. Schauen, ob ich das noch mache. Kratzer? Aber hat er gar keinen Schaden gemacht. Gar keinen Schaden gemacht. Oh, ein schöner Bogen. Ganz nett, aber unnütz. Kriegt sie bestimmt. Ganz nett, aber unnütz. Er ist auch immer nicht so überzeugt von den Items, die ich finde, ne? Er sagt immer, es ist unnütz. Ganz nett, aber unnütz. Mach ich hier so einer von euch. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Geben wir ihm erstmal, damit er nicht immer so schnell drauf geht. Normal. Im Englischen ist auch alles rubbisch. Hier müssen wir nochmal hinschauen. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel. Muss ich da wieder über die Berge laufen? Oh, hab ich ja keine Lust zu, ne?
Komm schon. Wir sind hier hoch. Zack. Da oben noch? War ich da schon? Wettbewerb der Reaktion. Braucht bestimmt wieder den. Sie sind ein Buff da, ne? Damit ich das schaffe. Geben wir uns auf jeden Fall Segen. Den Wettbewerb verloren. 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 Ich hoffe, ich kann den jetzt nochmal wiederholen. Na, kann ja lieber mal laden. Bin ich jetzt sicher. Ach gut, den kann ich immer machen. Gut. Hätte ich auch nicht laden brauchen, aber naja. Bestimmt mit diesem Heldentumsbuff würde ich den bestimmt schaffen. Könnten wir eigentlich nochmal schauen, ob er jetzt mittlerweile da ist. Wir suchen uns auch immer noch Begleiter. Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. Wie geht's dir so? Alchemist, nö. Seele. Die haben zu. Wir haben zu. Da, bis Sonnenaufgang und eine Stunde und... Willkommen in der Gilde der Seele. Bei den Dingern kommt es nur auf die Attribute an, okay. Auf die Gesamtanzahl oder was? Ah, okay, stimmt. Dann muss Reaktion natürlich hoch sein. Das heißt, bei allen niedrig, ne? Da habe ich überall nicht so viel. Reaktion 11, 13, 11, 14. Okay. Hoffen wir mal, dass das nochmal irgendwann hochgeht. Ich muss 50 haben, um das zu schaffen. Oha. Welchen Tag haben wir heute? Ich glaube Mittwoch, ne? Mittwoch. Da müssen wir noch mal hin. Und wir haben auch noch zwei Truhen, die wir öffnen müssen. Spiele sind 30, also brauche ich nur 30. Haben wir die Truhe da in der Mitte gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Immer noch mal gucken. Schade. Hätte ja klappen können. Nee.
Gut, wir haben nochmal geguckt. Wem soll das denn nützen? Sie hatte noch gar keinen Bogen. Den kriegt. Ist doch auch wieder wertlos, oder? Ach so, es gibt noch einen Unterschied zwischen Wettbewerb und Spiel, okay. Ausdauer. Weiß ich gar nicht, hatte sie schon Handschuhe? Ich glaube schon. Tagebuch. Kriegst du einen Helm? Kriegst du. Oder hast du schon Helm? Nee. Ja. Ein Picker oben auf dem Kopf drauf. Du hast noch gar keinen Bogen. 5D2. 5D2. Ist die Armbrust besser? 4D2. Ist klar, dann kriegst du den Bogen. 4D2, 5D2, die Handschuhe. Nee, sie hat noch gar keine Handschuhe. Gut. Ist sie eigentlich jetzt relativ gut ausgerüstet schon. Sollte uns nicht so schnell wegsterben. Kriegt alles unser Alchemist. Das habe ich natürlich ihr gegeben. Ah, ne, den nicht. Egal. Was hast du noch so? Das. Komm mal zurück. Boah, es ist so eine Alchemist, aber gleich mal ganz gut bepackt. Da vorne müssten noch Truhen sein. Kommt ihr denn jetzt her? Dachte, wir haben alle. Aha. Kann ich die wegschießen? Nee. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nee, das ist jetzt ein bisschen. Oh, überall sind die ja. So scheiße. Aber die kann ich doch jetzt wegschießen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Ist zwar nur ein Kratzer? Aber kümmere dich. Erstmal weg hier. Au! Das wird jetzt eng. Schnell weg hier. Wo ist die Stadt? Der hätte irgendwie auch mal sagen können, dass wir unter überfallen werden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann, ja, die kriegen wir auch noch weg. Sowas wird nicht gespoilert. Hab nur drauf gewartet, ne? Ach so, da steht in der Rolle? Hätte ich mir die vielleicht mal durchlesen sollen. Nur ein Katzer. Teil eines Tagebuchs. Ich glaube, es war die Rolle, ne? Unser erster Tag seit der Smaragdinsel erreicht haben. Ne, das ist nicht die. Lang schaffen wir es nicht mehr. Die Goblins haben von irgendeiner riesigen fliegenden Kreatur Verstärkung bekommen. Und fingen an, vom Himmel zu fallen. Nachdem wir das Wort eingenommen hatten. Ich glaube nicht, dass wir hier noch lange aushalten. Ich werde meine Frau und meine Familie ver... Und dann wurde bestimmt... erledigt. Vor allem, als sie noch gesammelt waren, hätte man sie bestimmt mit dem Geschützturm
gut erledigen können, ne? Aber dann machen wir das schön in Ruhe. Von hier hinten weiter. Dass nur nicht die Wachen erwischen, die noch dazwischen durchfahren. Oh, wenn der jetzt auf mich schießt, wäre nicht so schön. Stehe, glaube ich, ganz ungünstig. Lieber von hier. Aber ihr habt beide den 7. Teil komplett durchgespielt schon mal, ne? Oder habt ihr auch irgendwann aufgehört? So, haben wir die hier schon mal alle wieder? Die auch rauslocken da so ein bisschen. Ist ja nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Boah, da sind noch ein paar viele, die zu nah rankommen. Müssen wir auch mal kurz ein bisschen ernst machen und die mit Zaubern bekämpfen. So. Die stehen mittlerweile doof, aber die kriegen wir noch. Ja, aber teilweise brauchst du auch die Komplettlösung. Ja, ich habe so eine Internetseite, da gucke ich immer mal rein. Wahrscheinlich. Wenn wir alle nicht weiter wissen. Überhaupt kein Problem. Find's halt nachher auch schwer, dann zu wissen, wo die ganzen Meister sind. Und sowas, also die einen weiterbilden können und so. 7 so hin und wieder, ab und zu unzählige Male. Aber noch nie komplett durch. Immer nur mal angefangen. Boah, die Wachen haben schon ganz gut aufgeräumt hier. So, magisches Auge mal aktivieren. Und Segen. Wo ist ein Segen? Da ist Segen. Ich erst einmal. Aber hin. Schon mal mehr als ich. Der 6. habe ich auch nur einmal durchgespielt. Aber meistens bis zur letzten Quest. Da muss man vorher alle Equipment ablegen. Und dazu bin ich zu faul. Okay? Ja, aber das machen wir diesmal. Versuche ich das durchzuspielen. Ich finde halt auch hier echt schwer, nachher zu wissen, wo jetzt die ganzen Quests immer sind, ne? Wo man die machen soll. Wo man dahin muss. Wie ich das Ende von 6. Teil fand, da ging das ja irgendwie darum, dass dann da ein Raumschiff da abgestürzt ist, ne? Von den Aliens. Ich muss auch sagen, das Spiel mit der Story und so habe ich eh nicht so ganz verfolgt. Ich habe das eher immer halt nur gespielt. Weil hier einfach die Story noch nicht so gut erzählt wird. Also es wird halt nur geschrieben, ne? So.
hätte halt damit gar nicht so gerechnet, dass da dann noch Aliens und so. Ich fand, das passte gar nicht so in das Spiel rein. Und die Waffen fand ich auch nicht so schön. Irgendwie waren mir die denn... Also die waren ja recht fix und schnell und so. Aber ich hätte lieber mit den typischen Waffen von vorher weitergemacht. Aber das passte da einfach irgendwie nicht alles so rein. Deswegen bin ich auch nicht so ganz mitgekommen bei dem Ende. Ich mag das ganz gerne mit der Science-Fiction. Also an sich Science-Fiction ja schon. Aber wenn ich hier ein Rollenspiel habe, dann will ich da eigentlich, also so ein Mittelalter und so, dann will ich da eigentlich auch gerne bleiben. Aber da ich, wie gesagt, bei Might & Magic gar nicht so wirklich auf die Story achte, war mir das dann relativ egal. Fand's dann nicht so schlimm, dass es das irgendwie jetzt kaputt gemacht hat oder so. Ist ja ein fiktives Universum, nicht auf der Erde. Ja, das stimmt schon. Kann das natürlich möglich sein, da hast du schon recht. So, da haben wir jetzt alle wieder weggemacht, ne? Aber ich verstehe auch, wieso man es nicht mag. Ja, das ist schon mal gut, dass man das sonst da auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, hat es jetzt nicht. Also es hat das Spiel jetzt nicht am Ende kaputt gemacht oder so. Jo, Goblins sind auf der Erde schon ausgestorben. Stimmt, Goblins sind ausgestorben. Frodo hat den Ring schon längst ins Feuer geschmissen. Deswegen können wir jetzt so langsam in Ruhe hier leben auf der Erde, ne? Die habe ich vorhin nicht geschafft, die Fallen. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht schaffen. Daumenkerze! Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Nee, aber die bilden wir noch aus. Das möchte ich so schaffen, dass wir die so entschärfen können. Dürfen wir nur nicht vergessen nachher. Wisst ihr, ob hier noch irgendwo Truhen irgendwo versteckt sind auf der Karte? Oder ist hier jetzt eigentlich nur noch die Höhle? Hier könnten wir nochmal schauen, ne? Da noch was ist. Und eigentlich waren hier doch auch noch irgendwo anders Truhen, habe ich in Erinnerung. Irgendwo auf den Hügeln oder sowas. Oder war das auf einer anderen Map?